Der Kabinettsausschuss bekennt sich zu dem Ziel, am 31. Oktober auszutreten, egal unter welchen Umständen. Wir würden lieber mit einem Deal austreten, aber um das zu erreichen, müsste die EU bereit sein, das vorhandene vorherige Abkommen wieder aufzuschnüren. Darf ich meinem ehrenwerten Freund für diese Antwort danken und darf ich ihm sagen, ich glaube, das Beste, um einen No-Deal zu vermeiden, wäre, einen Deal zu sichern. Und ich habe zweimal für den Deal gestimmt, um die Regierung zu unterstützen bei ihren Bemühungen. Da nun der gestrige Kommentar von Michel Barnier nahelegt, dass gewisse Konflikte da sind mit den Bestrebungen des Premierministers, können Sie mir bestätigen, wann der Premierminister denn ein überarbeitetes Abkommen vorlegen wird im Entwurf? Darf ich zunächst einmal meinem ehrenwerten Freund danken, denn trotz gewisser Bedenken in seinem Verhalten während der Austrittskampagne hat er immer für ein Abkommen gestimmt und war immer bereit, einen Kompromiss zu finden, wo viele nicht dazu bereit wären. Zum Thema der Gespräche. Der Berater des Premierministers war gestern in Brüssel. Der Premierminister wird den irischen Premierminister Montag treffen. Ich bin in regelmäßigem Kontakt mit den europäischen Gesprächspartnern. Ich habe eine Reihe von Hauptstädten besucht. Sehr viel Arbeit wurde geleistet, aber wir werden nicht in die Falle laufen, in die die vorherige Regierung gelaufen ist, bei der die Kommission eine kompromisslose Position hatte, die ganze Zeit, um dann nach einem Deal auf der Basis kreativer Flexibilität zu verlangen und diese dann abzulehnen als Wunschdenken. Wir brauchen detaillierte Diskussionen, aber das muss auf die richtige Art und Weise getan werden und das tun wir. Der Außenminister hat einmal mehr gesagt, die neue Regierung wolle ein Abkommen erzielen, statt ohne Abkommen auszutreten. Wir wissen aber, dass keine neuen konkreten Vorschläge vorgelegt wurden. Es wurde sogar behauptet, dass in den Fachgesprächen gestern zwischen den britischen Chefverhandlern und den Kommissionsoffiziellen, dass dort also das britische Team gesagt hat, die britische Seite sei bereit, die Bestimmung zu fairem Wettbewerb über Bord zu werfen. Ist das jetzt die Präferenz? Lösung der Regierung. Die Regierung möchte mit einem Deal austreten, aber wir verstehen, dass die Oppositionsbank gar kein Abkommen will, aber auch nicht ohne Abkommen austreten will. Sie sind also gar nicht bereit auszutreten. Was die Vorschläge der Regierung betrifft und was wir vorgelegt haben, haben wir klargestellt in dem Brief an Präsident Tusk, dass die Probleme ungeachtet weiterer Bedenken zu dem gesamten Abkommen, die viele meiner Kollegen haben, wir also das Problem herunter reduziert haben auf die Frage des Backstops, losgelöst aus dem Nordirland-Protokoll als Ganzes. Und das ist der konstruktive Ansatz des Premierministers. Er hat auch einen Vorwurf beantwortet, der immer wieder von den Oppositionsbänken erhoben wurde, nämlich im Hinblick auf die Art von Brexit, die wir wollen, die Art von Deal. Und wir haben klargestellt, dass wir ein erstklassiges Freihandelsabkommen erzielen wollen. Es gab nun keine Antwort auf die Frage der fairen Wettbewerbsbedingungen. Und ich bin mir nicht sicher, warum der Außenminister so zögerlich ist, einzuräumen, dass die regulatorische Entfernung statt Angleichung zu suchen das Ziel ist. Das hat er im Brief an Donald Tusk am 19.8. klargestellt. Er hat gesagt, der Punkt, um den es bei dem Austritt geht, ist nicht mehr den regulatorischen Ideen der EU zu folgen. Von Kanada plus 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 kommen wir jetzt zu Kanada minus minus minus. Ohne Diskussion in diesem Haus wird der Minister der Öffentlichkeit endlich rein Wein einschenken, dahingehend, dass statt Errungenschaften zu bewahren, die Absicht besteht, Arbeitnehmerrechte, Umweltschutz und Verbraucherschutz wegzuhobeln. Ich glaube, das Erstaunliche an der Frage ist doch, es geht doch um eine ganz andere Frage, nämlich ist das Vereinigte Königreich ein souveräner Staat, der in der Lage ist, seine eigenen Gesetze zu beschließen, oder geht es um dynamische Angleichung an Regeln und Gesetze von der Kommission, zu denen wir kein Stimmrecht haben? Es spricht ja aus den Vorschlägen der Opposition. Sie wollen, dass dieses Parlament weiter den Regeln und Gesetzen der Kommission sich anpasst, ohne irgendein Mitspracherecht zu haben. Wir wollen eine Situation mit zwei souveränen Staaten, aber es geht nicht um Deregulierung, es geht um die Souveränität. Wenn das Vereinigte Königreich die EU verlässt, würde ein befristetes Zollsystem eingerichtet für die Dauer von 12 Monaten. Während dieser Zeit sollen Beratungen für den permanenten,
eine permanente Lösung geführt werden. Ich bin dankbar für den Brief, den ich auch vom Handelsministerium erhalten habe, aber wir haben festgestellt, dass Biotreibstoffe nicht von den Zöllen betroffen sind. Also die Angst vor einem No-Deal-Brexit betrifft bereits diese Industrie und ein No-Deal-Brexit wird ein Ende der britischen Biotreibstoffe bedeuten, Arbeitsplätze kosten. Wird es also Zollschutz für Ethanol geben, bevor es zu spät ist? Nun, die ehrenwerte Kollegin wirft auf konstruktive Weise sehr berechtigte Fragen auf und ich arbeite gern mit ihr zusammen, denn sie tritt ja zu einem wichtigen Thema ein für ihren Wahlkreis. Es gibt immer wieder das Problem, einen ausgewogenen Weg zu finden zwischen dem Schutz der Verbraucher und den Interessen der Erzeuger. Und das muss miteinander in Einklang gebracht werden.